Und es ist halt sehr schwer für mich, damit klarzukommen. Ich habe auch jetzt, wo mein Leben hier in Österreich eigentlich so, ja, schon perfekt sein kann, da fehlt was, ne, bei mir, mein Kind halt. Und ich spiele auch noch immer mit Selbstmordgedanken, wenn ich mich in irgendwie einer Lage fühle, wo ich gerade schlecht drauf bin oder so. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, obwohl ich Anwältin bin sogar. Ich verdiene eigentlich ganz gut. Du bist Anwältin? Ich bin Anwältin, ja. Also, naja, nicht ganz. Also, ich bin noch, naja. Du hast Jura studiert? Ja. Und du bist mit 22 schon Anwältin? Nein, ich bin keine feste Anwältin. Also, du bist noch im Studium, oder was? Genau, ich bin noch im Studium, ja. Ach so. Genau, also, das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Mhm. Ja, weil du gerade sagst, ich habe eine Ausbildung gemacht. Was war das für eine Ausbildung? Also, hast du schon mal Pipi oder Kacke gefressen? Das ist lustig, ne? Domi, du kleine Puppi. Das ist aber ein übler Scherz. Gerade mit so einem Thema. Ich bin da ja sonst überhaupt gar nicht fimschig oder empfindlich. Aber mit so einem Thema macht man keinen Scherz. Da tut man mir hier nicht weh, sondern man tut den Menschen weh, die wirklich in einer solchen Situation waren. Und genau solche Situationen, wie diese angebliche Angelika gerade erzählt hat, die gibt es ja leider zu Genüge. Und das ist wirklich eine üble, üble Sache. Wie gesagt, mir, du wirst wahrscheinlich jetzt gerade noch zusehen oder zuhören, sogenannte Angelika, mir machst du da keinen Schaden mit. Aber es ist eine ganz miese Nummer, sowas zu machen. Eine ganz miese Nummer. Dann erzähl mir lieber in der offenen Themennacht irgendeine schräge Sexgeschichte, aber nicht sowas. Das ist übel. So, hier ist Kerstin. Kerstin ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Kerstin. Ja, hi, Domian. Hallo, Kerstin. Mein Gott, das hat mich jetzt aber geschockt. Ja, das ist wirklich unter aller Sau, ne? Kann man so sagen. Mehr als das. Ja, mehr als das. Das finde ich auch. Das ist wirklich... Aber so sind die Menschen, so ist das Leben. Und jetzt gucken wir nach vorne. Das heißt, wir unterhalten uns jetzt mit dir. Ich unterhalte mich mit dir, Kerstin.